Hi Leute, hier ist wieder eure Vanessa und Anni. Hallo. Und heute möchten wir das Video 2.0 machen. Und zwar, wir trauen uns nochmal an die Geräusche und haben uns dabei inspirieren lassen von YouTube und werden irgendwelche Geräusche nachmachen. Mal schauen. Viel Spaß. War übrigens eine Klospülung, wenn man es nicht erkannt hat. Echt jetzt? Was war das? Bing, 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 bing. Er schneidet ein Toastbrot. Oder so. Oder beißt rein. Oh. Okay, diese verstören. Du machst mich fertig. Also ich werde dieses Video, was wir hier gerade sehen, verlinken, damit ihr nicht denkt, wir sind total gaga, ja? Also. Alle mal raten, was das gerade für ein Tier war. Ich kann das heute nicht mehr, tut mir leid. Mein Gott, das ist so gruselig. Wie so ein quietschender Ballon. So ein Raketel. Voll gut, ja. Ja, ungefähr so. Oh mein Gott, das ist so was Kleines, Süßes. Das ist die Kröte übrigens. Ja, die machen wirklich solche Geräusche. Na toll. Alkohol im Spiel. Nein, wir sind immer noch stocknüchtern. Manche von uns. Das war ein Affe, glaube ich. Ein Pferd.
nicht die Eule. So sah der halt auch einfach aus. Also, ich habe jetzt keinen Anfall gehabt. Also jetzt ist der Punkt, an dem bin ich maximal verstört. Warum habe ich immer so komische Sachen? Das hat sich ein bisschen angehört wie dumm. Und es ist sogar eine Eule, also es würde sogar passen. Wahrscheinlich haben sie den Ton bei Harry Potter geklaut. So Leute, das war wieder Bauchschmerzen pur. Wir konnten ziemlich viel lachen, auch ziemlich zweifeln. Die Eule hat mich gekillt. Oh also Gott. Es waren einige komische Tiere dabei, die ich noch nie so gehört habe. Aber wir hatten ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.